Hey, ich bin Max Mutzke, ich bin Musiker und lebe im Schwarzwald. Bevor man mich kennengelernt hat in der Öffentlichkeit 2004, habe ich schon viele, viele Jahre in verschiedenen Bands gespielt und gesungen. Ich wurde ganz früh damit konfrontiert, doch bitte an einer Castingshow teilzunehmen. Wir sind dann nach Istanbul gefahren zum Grand Prix und wahnsinnig stolz und glücklich. Und dann kam der große Moment. Ich bin dann auf die Bühne gegangen und mir ist echt, ey, ich bin gestorben. 1000 Tote, ich weiß es noch. Das war für mich eigentlich eine ganz tolle Erkenntnis und Erfahrung über mich selbst, dass dieser Druck, dass ich den aushalte. Gerade in den ersten ein, zwei Jahren, als dieser Hype des Grand Prix und der Castingshow ganz gigantisch aufgeblasen war, um bestimmte Termine einhalten zu können, gab es keine andere Möglichkeit, außer mit dem Hubschrauber noch nach der einen Show zur anderen zu fliegen oder mit einem privaten Flugzeug mal schnell von Hamburg nach Berlin rüber. Stefan hat damals und auch das Team um Stefan Raab rum, die haben mir klar gemacht, dass das alles, was ich da erleben darf, nicht normal ist und dass es auch ganz sicher wieder anders sein wird später. Und so ist es auch gekommen. Nach zwei Jahren war das total spürbar, dass alle Seiten meiner Karriere schon irgendwie mehrfach gezeigt wurden. Konzerte wurden immer kleiner, es kamen auch weniger Leute. Und das war so deutlich, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, ob eben damit sein Leben zu unterhalten, eine Familie zu gründen, diese Musik überhaupt funktioniert. Irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache ein Jazzalbum, weil das auch eine Musik ist, die mich geprägt hat. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich meine Star-Karriere als Grand Prix-Teilnehmer abgelöst habe und mehr oder weniger gewechselt habe zu einem Künstler, der sich etabliert hat mit seiner eigenen Musik, mit eigenem Standing, mit einem eigenen Fokus. Und ich glaube, das war die sinnvollste und nachhaltigste, wichtigste Entscheidung in meinem Leben, sich gegen den Rat anderer auch tatsächlich durchzusetzen. Für mich ist das Bild des Wanderers durch sein eigenes Leben und durch die Karriere eigentlich das stärkste Bild. Ich stehe da oben und ich finde es gerade wahnsinnig schön. Ich muss aber, um weiterzukommen, diesen Berg auch wieder verlassen. Ich muss wieder runtersteigen. Egal, ob ich unten oder oben bin, es ist ständig alles in Bewegung. Und es beruhigt einen sehr, wenn man das weiß. Ich bin Max Mutzke und ich bin Wiser.